Ein wunderschönen Hakuna und nice, dass ihr wieder einschaltet zum legendären Pumping-Simulator. Ja, wir haben schon ordentlich was geschafft. Unsere Tankstelle, sie blüht, sie ist riesig und wir haben auch ordentlich Kunden, die jeden Tag hier einschneiden und uns alles leer kaufen. So, nochmal kurz Stimmen aus der letzten Folge. Der gute Phil hat nämlich geschrieben, das Spiel bietet noch mehr Inhalte für bestimmt 20 Folgen. Also Ärmel hoch und weitermachen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Support, genauso wie MC Pharma Boy. Bestes Projekt, bitte noch nicht beenden. Schauen wir mal, wie viel wir heute schaffen. Unsere Kundschaft läuft auf jeden Fall gerade zu uns. Unsere Mitarbeiter laufen zu uns. Was ich auch gesehen habe, in der Nachbarschaft, Muchachos, hat eiskalt Deko ein Fitnessstudio aufgemacht. Was ist da los, ey? Der versucht jetzt auch ein bisschen Knatze zu machen. Der wird wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein wie Pro Fucking Bosser. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Also, checkt auch gerne natürlich Dekos Gym Simulator ab. Ich weiß, es ist im Leben nicht so gut wie der Pumping Simulator, aber gebt den auf jeden Fall mal eine Chance. So, wir müssen wieder fett Padder machen. Wir schauen, es ist 16 Uhr. Wir haben, schauen da drüben, $65. Das ist absolut gar nichts. Wir müssen jetzt echt nochmal ein bisschen an Geld kommen. Wir haben in der letzten Folge ordentlich geupgradet. Ach du Scheiße, hier habe ich überhaupt nichts mehr. Ach, leck mich, ey. Okay. Warum sind die Zitronen hier oben drauf? What the fuck? Und es gab wieder ein kleines Update. Ja, unter anderem wurde geaddet Hot Reaction Animations to Customers und Cold Reaction Animation to Customers und Bad Smell Reaction from the Customers. Das heißt also, wenn es jetzt hier richtig nach Kacke stinkt, wir schauen mal kurz. Dann würden sie auf jeden Fall wahrscheinlich so machen. So, wir machen erstmal wieder Fat Pada 206. Sie hat mir gesagt, ich soll auch noch ein bisschen in das Gaming-Skill-Duell reingehen. Sprich also, Tankstellenverbesserung war es wahrscheinlich nicht, oder? Mehr Kunden, das war wahrscheinlich das Spieler-Upgrade. Bam, Casino-Zocker, hier wahrscheinlich. Experte. Reduziert den von Werkzeugen erlittenen Schaden um 25 pro Level. Die Häufigkeit, mit der Kunden zu denen von ihnen zum Verkauf angebotenen Fahrzeuge kommen, steigt pro Level um 25. Ach, ich kann also meine Fahrzeuge auch wieder easy verkaufen, oder wie? Das wäre auf jeden Fall nochmal interessant. Da müssen wir vielleicht nochmal reingehen. Schauen wir uns mal an die nächsten Tage. Jetzt brauchen wir erstmal das Hundefutter. Ich merke, Harry hat auf jeden Fall Hunger. Da müssen wir doch was gegen tun, Muchachos. So, dieses Spiel hat unglaublich viele Updates in letzter Zeit erfahren. Das finde ich richtig crank. Hundefutter? Hundefutter? Bist du Hundefutter? Oh yeah. Dankeschön dafür. Gib mal was raus hier. Hallo? Ach, dankeschön. Hallo, lass mich in Ruhe. Also, es passiert auf jeden Fall was. Dort bekommt man noch ein bisschen was für sein Geld. Das finde ich super. Sehr häufig ist es sonst, dass Simulatoren auf den Markt geschmissen werden. Und dann dauert es Jahrzehnte, bis es dort weitergeht. So. Schmeko ist ein bisschen einfacher. Die möchte nichts zu essen. Aber sonst, ja. Gucken wir mal ganz kurz, welche Mitarbeiter wir eigentlich gerade am Start haben. Wir haben Aris als Reiniger, Daisy an der Kasse, der Florian und der Deko als Tankwart, Mutachin auch nochmal an der Kasse, Kevin der Manager natürlich, der Nugi als Mechaniker, Patrick an der Waschanlage und der Ryan Stocker. Wir haben 9 maximal und 9 aktive. Das heißt, wir könnten vielleicht im nächsten Mal rangehen und vielleicht den Noah hier ranholen. Der Baumeister, der macht nämlich ganz verrückte Sachen. Baut platzierbare Gegenstände, repariert beschädigte Gegenstände und verbessert Gegenstände mit niedrigem Level. Was wirklich ganz geil ist, wenn wir dafür nicht zahlen müssen. Ne? Wenn wir dafür selber zahlen müssen, ja, ist dann weniger geil. Ansonsten habt ihr mir noch nichts in die Kommentare geschrieben, was das Baby angeht, Muchachos. Ich habe euch gefragt, was mit dem Oh shit, deswegen kriege ich gerade so wenig Kohle rein. Ich habe euch gefragt, was ist mit dem Baby? Wo ist das Baby? Wer ist das Baby? Und was macht das Baby? Aber noch keine Antwort. Ich bin gespannt, ob ich die wirklich irgendwann demnächst mal als Arbeiter einsetzen kann. Dann kann ich zum Beispiel hier den Nugi kann ich rauskicken und dann kann ich meinen Sohn hier arbeiten lassen. Den Gottwin, ja? Oder wir schmeißen Patrick raus und nehmen Margot hier rein, ja? Alles easy. Ja, ich finde es sehr schön, dass auch unsere Bank genutzt wird hier von zwei lieben Kunden. Aber was ich gar nicht geil fand, dass ich komplett out of Benzin bin. Unten links steht fast leer. Fast leer heißt aber wahrscheinlich komplett leer. Und deswegen dürfen wir jetzt auch noch keinen Feierabend machen. Das kann ich euch sagen. So. Jetzt kann es losgehen. Jetzt läuft es hier wahrscheinlich auch. Ja, alles gleichzeitig.
Und wir haben nicht genug Geld, um das Gehalt zu bezahlen. Was mache ich denn dann? Lol, alle laufen nach Hause. Die Kids laufen einfach alle nach Hause. Wollt ihr mich verarschen? Haben jetzt alle gekündigt bei mir? Okay. Muss ich alle wieder neu einstellen? Es wäre richtig albern, ey. Hey, yo, beruhig dich bitte. Okay, hier ist wieder alles safe. Jetzt muss ich hier wieder rübergehen, ne? Hey, ist das bescheuert, ey. Okay, jetzt bringt mir ja diese Doppelbespaßung absolut gar nichts. Hä? Deko? Deko, ey. Hallo, meine Lieben. Zumindest haben wir einen Mitarbeiter, der nicht sofort gekündigt hat, oder? Wir sind doch hier, um Spaß zu haben. Wartet auf Arbeit. Ist er wieder zurückgekommen? Wen haben wir denn gerade noch da? Mitarbeiter. Anzahl aktiver Mitarbeiter 1. Deko ist der Einzige, der noch arbeitet. Geil, ey. Mache ich jetzt mal schnell in den Laden zu, bevor hier noch mehr Leute kommen. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich einfach kein Geld mehr hatte. Es war einfach alles weg. Das war ein rabenschwarzer Tag. Wir haben fast all unsere Mitarbeiter verloren. Ja. Und ich glaube, ich muss wirklich alle erstmal wieder neu einarbeiten. Ist das ein Scheiß, ey. Also schlechter geht's gar nicht, kann man sagen. Der Alex, der Ares, Waschanlage. Ach, scheiß auf den, ey. Ich würde sagen, so ist das. Ach, wobei, den Mechaniker brauchen wir auch, ey. Ach, du Heiliger, ey. Okay, ja, dann kommen wir alle ran. Ich hoffe, ich kann mir das noch so ein bisschen leisten. Und dann öffnen wir auch direkt die Tanke. Tankstelle geöffnet. Warum habe ich gerade wieder so viel Geld verloren? Oh, ich muss sofort bezahlen? Wie scheiße ist das denn? Okay, ich habe jetzt zumindest einen Mechaniker und einen Tankwart. Es hat leider nicht für den Kassierer gereicht. Fuck, fuck. Die Frage ist, wen soll ich als nächstes noch einstellen? Oh, ich glaube, ich brauche auf jeden Fall hier Kraftstoff. Komplett auffüllen. Es war super teuer, aber ey, damit wir da zumindest erstmal safe sind. Okay, sie arbeitet das ab. Oh, geil. Oh, das fühlt sich so gut an, dass wir endlich wieder Mitarbeiter haben. Hallo, ist da noch einer? Ja, okay. Ja, willst du mal kommen? Okay, dann eben nicht. Und jetzt, oh. Ja, alles sauber machen, was geht. Alles hier cleanen. Ich weiß gar nicht, warum es auch plötzlich so schmutzig hier ist. Also von jetzt auf gleich einfach richtig kacke hier. Wir gehen mal kurz auf Toilette. Oh ja, da war aber auch nochmal ordentlich hier. Mhm. Oh, da ist ja alles vollgekackt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen, der da die Wäsche macht, merke ich gerade. Das ist dann ja Tankstelle-Mitarbeiter. Einmal der Waschanlagen Oscar, hier, man kennt ihn. Aber bis der ready ist, mache ich das mal eben. Nummer 1, Nummer 2, geil. Aber sonst sieht hier eigentlich alles ganz gut aus, ne? Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Zwei Leute sind noch an der Kasse. Hier nochmal kurz reinigen. Hat mich das weit zurückgeworfen heute, ey. Scheiße. Nur weil ich kein Geld hatte für meine Mitarbeiter, ey. Okay, das ist schon so verdreckt, das kriege ich gar nicht mehr sauber. Gut, das müssen wir natürlich auch noch machen. Oh, das wurde schon gemacht. Oh, ist der seit Minute 1 hier schon? Oder wie war das? Ja, dankeschön. Beehren Sie uns bitte wieder. Die Polizei habe ich jetzt gar keinen Bock, aber nun gut. Ich glaube, Drogen habe ich ja gerade eh nicht, ne? Also sollte ich ja eigentlich safe sein. Hey. Oh mein Gott, das war, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich bin am überlegen, ob ich den Kredit jetzt schon zurückzahle, weil dann ist es, glaube ich, kaum was. 160. Es ist sogar gar nichts gewesen, oder? Oh, das war, glaube ich, ziemlich gut. Okay, also Kredit bekommen und, glaube ich, ich musste nichts an Zinsen jetzt zahlen, weil ich es direkt am ersten Tag wieder zurückgezahlt habe. Das wäre natürlich Premium. Also, wir brauchen noch mehr Mitarbeiter. Wir brauchen keinen Manager gerade, nee. Wir gucken mal ganz kurz. Mechaniker Jack, nein, du bist dann Tim. Madeleine oder Merdelina, du bist dann die gute Tina. Tim, Tina, dann haben wir den Tom. Okay. Ah ne, du bist ja schon da. Dann haben wir Tom, Tim, Tina, Tom, Ryan und Thorsten. Geil, Alter. Als nächstes haben wir noch den Thomas. Also, wir haben jetzt Tankwart und noch ein Tankwart. Good morning. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Einmal dann, brauchen wir überhaupt eine Aktualisierung? Nee, ne? Alter, 11 Mitarbeiter haben wir, geil. Bin kurz im Überlegen. Vielleicht sogar noch einen dritten? Vielleicht 2 Reinigungskräfte? Also, ich finde, so ein Baumeister kostet einfach zu viel für das, was er macht. Kassierin haben wir 2. Vielleicht noch ein 2. Stocker? Komm, machen wir mal. Dann können wir nämlich hier unseren Mitarbeitern sagen. Dann können wir hier Daisy? Digga, doch nicht Daisy. Du bist Tina. Was haben wir denn noch für Namen mit T? Frauennamen mit T. Wieso komme ich denn nur auf Tina gerade? Tamara? Es muss kürzer sein.
Tamara? Wieso kenne ich keinen Frauennamen mit T? Bin ich komplett Gugu? Tamara. Ist mir zu viel. Keine Ahnung. So, Tamara war da, aber das wollte ich ja gar nicht machen. Ich wollte eigentlich Details hier. Kann Boxen platzieren, kann einzelne Gegenstände sammeln, kann Regale befüllen. Kann sie machen, soll sie aber eigentlich nicht, weil dafür haben wir den anderen. Aber ich finde es geil, dass wir gerade... Oh mein Gott. Das scheint hier ja zu funktionieren. Dass wir gerade ohne den Manager klarkommen. Aber ich glaube, wir brauchen den Manager, ey. Dann haben wir hier den Thomas. Ich würde sagen, der Manager ist der Thomas. Dann hätten wir nochmal ganz kurz für alle, ja? Dann haben wir nämlich bei uns... Hallo, du warst doch Tamara. Wieso denn nicht? Ich google das jetzt. Frauennamen mit T. Tamara, Tabea, Talea, Tamina. Dann bist du Tabea. Nein, das war doch Deko hier. Ich hab verkackt. So, jetzt haben wir es geklärt. Hier haben wir auch schon eine Tamara. Nein, das passt nicht. Dann bist du Tabea. Details. So, hier. Das ist der Thomas, der Manager. So, dann haben wir jetzt Tabea, Thomas, Tamara, Thorsten, Tim, Tina und Tom. Es ist so bescheuert, Alter. Es ist so bescheuert. Und hier haben wir dann noch Männernamen mit T. Also so langsam komme ich da auch an meine Grenzen. Tristan. So, da haben wir doch auf jeden Fall jemanden in der Community, der so heißt. So, und ich glaube, das sieht schon mal gar nicht so scheiße aus, oder? Wir sammeln hier kurz ein bisschen Geld ein. Hello. Der Manager, genau, den Thomas, den müssen wir noch kurz mitteilen, was er zu tun hat. 15%, ja, also was der hier macht, passt, glaube ich, ganz gut mit der Anzahl. Das ist in Ordnung. Schwellenwert zum Sammeln, 1000, passt auch. Kann Müllwagen befüllen, kann Rechnung bezahlen, kann Geld sammeln. Alter Schwede, was der alles machen kann, ne? Soll der alles weitermachen, ey. Was ich mit dem Schlauch mache, das weiß ich allerdings noch nicht. Vielleicht ist der Schlauch da hinten für diese Druckmaschine. Die Mülleimer. Die Mülleimer suche ich aber nach wie vor. Echt noch einige Mülleimer gehabt. Nicht, dass die auch schon... Vielleicht wurden die auch schon irgendwo platziert einfach. Also, dass hier ein Mülleimer ist, hätte ich nicht gedacht. Also, da hätte ich ihn auch niemals hingestellt. Ich glaube... Ja, hallo? Was guckst du so dumm? Der stellt die Scheiße einfach nur hin. Der Baumeister stellt die Scheiße hin. Warte mal, was macht er jetzt? Wartet auf Arbeit. Ey... Der hat einfach nur hier irgendwo am Arsch der Heide die Kacke hingestellt. Was macht er jetzt? Was machst du jetzt? Chillst du wieder? Digga, wartet auf Arbeit. Wie wär's, wenn du irgendwas upgradest? Wie du solltest? Warte mal, das kann ich ja wahrscheinlich einstellen. Warte mal, Mitarbeiter. Gucken wir mal, was der kann. Kann bauen, Upgrade möglich. Oh, der gibt unser ganzes Geld aus, glaube ich. Ey, den feuer ich. Aber ohne Mist. Ey, der Baumeister ist voll für den Arsch. Du wirst gefeuert, ey. Weg mit dir. Eine neue Rechnung ist angekommen. Wurde direkt bezahlt. Sehr schön. $5,600 haben wir. Und dann gehen wir gleich erstmal schlafen. Aber das ganze Mitarbeitergehalt geht noch runter. Ey, das ist ja wie im Real Life, Alter. Da denkt man erstmal, hier, guck mal, da haben wir ordentlich Knatze im Portemonnaie. Und dann gehen die ganzen Gehälter runter. Dann denkt man sich so, was ist für mich? Ich? Muchachos? Hello. Hallo? Okay, hier ist es sehr kalt drin. Hello. Ja und ja. Kann ich hier noch ein bisschen was reinballern? Sticky Candy, Müsli-Riegel, würde ich sagen, hau ich nochmal kurz hier rein, damit die das nicht machen müssen. Honigbar auch, Filterkaffee. Ja, er arbeitet auf jeden Fall schon. Oh, jetzt habe ich ihn natürlich ein bisschen hops genommen. Funktioniert er jetzt noch? Ah, ich glaube, ich habe die jetzt wirklich ein bisschen auseinandergenommen. Dann schmeißen wir mal ein paar Sachen hier raus, so, damit die wieder arbeiten können. Ich glaube, das war auch letztes Mal so immer das Problem. So, 3900. Wir gehen schlafen, Digga. Wir gehen einfach schlafen. Scheiß drauf. Aber ein neuer Tag. Neue Chancen, mit ein bisschen Plus rauszukommen. Das wäre natürlich grandios. Was ist das? Warum? Wer hat hier bitte so einen scheiß Schrank bestellt? War meine Frau schon wieder unterwegs oder wie? Bekommt die keine Liebe mehr? 91 Liebe, doch, so noch in Ordnung. Oh, Gottwin ist gar nicht mehr so gut drauf. Der braucht wieder seine Zuckerwatte. Oh, alle sogar. Oh, okay, da sollte ich vielleicht mal wieder ein bisschen einkaufen gehen für die Kinder. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Die hassen mich langsam. So, Tankstelle. Und dann schauen wir auch nochmal hier in der Garage nach, ob wir da vielleicht wieder easy was kaufen können. Ah. Oh, bonjour, wir haben immer noch viel zu tun hier bei uns. Hallo, oh, oh, oh. Also wir brauchen immer 3800. Das heißt, ich kann jetzt wieder 1200 ausgeben. Ich kann 1200 für irgendeinen Bums ausgeben.
was bringt mir das eigentlich? Also, das Ding hat 1500 gekostet und es ist einfach nur Community Service wahrscheinlich, ne? Es bringt uns eigentlich gar nichts. Null. Ein Bürobett? Nee, der Manager soll da nicht schlafen. Nochmal eine Batterie. Oh, so ein bisschen. So ein bisschen Rasen? Pflanzenerde-Randstück? 59? What the Park? Wir kaufen mal 3 Stück. Pflanzenerde-Rundstück. Ey, ich glaube, wir brauchen echt noch eine zweite Reinigungskraft. Also richtig kommt. Wobei, Tina ist gut. Tina ist gar nicht so scheiße. So, 7300. Willkommensschild. Bodenschwelle. Luftpumpe haben wir ja schon. Klimaanlage. Ich glaube, eine Klimaanlage brauchen wir nochmal. Ich würde sagen, 2 Stück, aber nicht ins Lager, sondern zum Haus. Und dann könnten wir jetzt eigentlich nochmal upgraden. Aber die Frage ist, was? Was wollen wir upgraden? Das Haus oder Managerhaus? Also hiermit machen wir Geld. Mit dem Managerhaus machen wir kein Geld. Also wozu Managerhaus eigentlich upgraden? Aber wäre, glaube ich, auch gar nicht so scheiße. Wir schauen mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwas upgraden können. Hier so, im Car Wash Today. Car Wash Today. 3000. 3600. 2250. Oh, das ist alles sehr, sehr teuer. Eieieiei. Könnte ich hier noch irgendwie was machen? Nee, das ist schon Max. Aber was ich da machen könnte, ist hier bei Tankstellenverbesserungen. Oh, da kann ich auch wieder Geld ausgeben. Mehr Fahrzeuge, noch mehr Fahrzeuge. Komm her, Digga. Los, komm her. Treibstoff, Tankkapazität 750. Das ist aber wieder teuer, ey. Aber noch mehr Autos. Eigentlich bin ich fast blanko, oder? Das ist, also, so viele kann ich gar nicht beherbergen hier. Vielleicht müsste ich da wirklich demnächst nochmal einen neuen Tankwart einstellen. Es sieht ja gerade echt nicht so scheiße aus, ne? Ey, ich merke aber gerade, was wir brauchen, auf jeden Fall, sind neue Regale. Aber sowas von. Vielleicht sogar ein Doppelregal. Vielleicht noch so eins. Vielleicht auch noch so eins. Das kommt auf jeden Fall ins Büro. Weil ich glaube, da ist noch mehr möglich hier, ne? Wir haben so viele Sachen. Der Thorsten hier, der kann nicht mehr arbeiten. Mit den 2 Stockern ist das schon gar nicht so schlecht. Das ist doch ein Endstück. Das heißt, ein Endstück muss doch dahin, oder? Ja, ein Randstück. Also hier auch irgendwo. Ja, wie beschissen ist das denn? Okay, das ist also einfach nur so ein grüner Läufer, ja? Und da brauche ich einfach nur ganz viele, die so gerade sind höchstwahrscheinlich. Da habe ich hier einfach nur so eine grüne Fläche? Wie bescheuert ist das denn, ey? Aber gut, sieht wahrscheinlich einfach nice aus und die Leute freut es, ne? Sehr, sehr wahrscheinlich. Gehen wir hier nochmal mit dem Mob durch. Übrigens mit 7000, wir müssen auf jeden Fall noch so lange machen, bis ich natürlich mein erstes eigenes Auto habe. Und da werden wir jetzt mal ganz kurz unterwegs sein. Erstmal wollten wir ja noch in die Garage, also ins Lager und gucken dort, was vielleicht gerade für ein Apfel und ein Ei zu holen ist. Und dann gehen wir mal zum Automobilhändler, Digga. Und schauen mal, was wir da so günstig schießen können. Weil die ganzen Bums habe ich ja noch gar nicht. So. Wir kaufen das einfach. Was ist das? Eine Überdachung? Ja, her damit. Was ist das hier? Eine Lampe? Ach, komm, Abfahrt. Ach, ich glaube, da habe ich das auch letztens hergeholt. Glasreiniger? Nice. Ein Ketchup? 20? Ja, nehme ich auch. Was ist das hier? Eine Hundehütte? Nee, die habe ich schon. Die brauche ich wirklich nicht. Okay, dann geht's jetzt rüber zum Autohändler. Boah, hier richtige Innenstadt. Aha, ich glaube, bei dem kann ich auch noch andere Autos erwerben hier. Aus wie so ein Tuning-Treff. Was willst du dafür haben? Ich bin gekommen, um mir Auto zu kaufen. Digga, 17.000. Können wir verhandeln? Nein, ich will nicht. Nein. Ich will vorschlagen 100. Leider kann ich das nicht akzeptieren, beende die Verhandlung. Okay, Digga, 17.000 ist ja komplett Gugu. Okay, das ist for sale. Das ist auch for sale. Digga, wie teuer ist denn das ohne im Sale? Alter, die nehme ich ja richtig auseinander. Also so viel Geld habe ich nun auch nicht. Was kann ich denn hier nochmal käuflich erwerben? 26.000? 35.000? Haben sie die Preise nochmal angezogen? 16.000? 21.000? Alter Schwede, ey, macht mich doch nicht kaputt hier, ey. Okay, also ich dachte, ich könnte mir so einen Scheiß schon demnächst leisten, ne? Aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mal lochen hier. Das wird nichts. Oh. Aber wir haben gerade so viel Geld, dass wir wirklich 5.000 nochmal investieren können gerade, ne? Hm.
Warte mal, erstmal hier jetzt die Dinge anbringen. Ja, ja. Das heißt, dann muss das Docker demnächst mal ran. Nächster. Was ist denn das hier nochmal? Ach, hier oben. Digga, wie geil ist das denn? Good morning. Das sieht schon cool aus, muss ich sagen. Das sieht schon echt cool aus. Okay. Nochmal so ein Schrank. Ich würde sagen, kommt daneben. Das ist nochmal so eine Pyramide. Darf alles nochmal aufgefüllt werden. Und deswegen sollte man schon einfach nochmal hier richtig reinbrezeln hier so. Das war eine richtig kranke Bestellung. 3300. Das wird auch erstmal wieder für die nächsten 20 Jahre hoffentlich reichen. Hier auch nochmal 1400. Alter Schwede, ey. Und wir haben gerade einen Erfolg freigeschaltet für die ersten 10k. Das ist schon mal ganz geil, oder? Einen Kühlschrank könnte ich vielleicht wieder gebrauchen. Nochmal einen neuen. Okay. Tankstelle. Kühlschrank war ja der hier, ne? Oh, da war aber auch noch einige Sockel frei, ey. Ins Lager, Büro, ich würde sagen Büro. Und was kann ich hier noch upgraden? Kann ich das Haus hier noch upgraden? Nee, das ist full. Also das ist schon maximal. Das Ding ist maximal. Ja gut, die ganzen Tankstellen-Dinger können wir auch nochmal machen. Das können wir auch nochmal machen. Okay, hier riecht es schlecht. Nein, ey, die Spraydose ist auch in den Arsch gegangen. Spray, hieß das Spray? Deo, hieß das Deo? Wie ist denn der Scheiß? Lufterfrischender Spender. Holen wir einfach mal. Das war's aber, glaube ich, nicht. Alles. War bestimmt ganz oben, oder? Andere? Lufterfrischer, hier. Geht doch, ey. Also, kein Deo mehr. Ach, du heilige Makrele, ey. Gut, dann würde ich sagen, pimpen wir mal noch zum Abschluss das Arcade-Haus auf, weil dort fangen wir ja an, ein bisschen Para zu machen, ne? Sieht ja gerade noch ein bisschen Billo aus, einfach so eine Holzhütte. 3000, scheiße, 3000 gekostet! Mittlerer Bär, komm, ballern wir nochmal voll hier. Ja, sehr schön. Ja, nochmal ein paar Bären. Ja, wie sieht das von außen aus? Das ist ja immer noch so eine scheiß Holzhütte. Mann, ey. Dafür haben wir 3000 gezahlt, ist aber einiges, ey. Ah, das wurde auch weiter aufgefüllt. Oh, ey. Also die beiden Stocker machen echt gute Arbeit, muss ich sagen. Das läuft. Unser Haus sieht auch immer besser aus. Unsere Mitarbeiter können wir höchstwahrscheinlich dann auch noch bezahlen. Also hier wird es auch immer voller. Die Stocker arbeiten, Tristan und Thomas sind da mal hoch. Muchachos, es sieht doch einfach fresh aus. Es geht langsam weiter. Also, ganz am Ende sind wir noch nicht. Ein bisschen dürfen wir noch arbeiten. Ein bisschen ist noch zu arbeiten. Ich sage zum Abschluss nochmal hier. Und nochmal kurz upgraden den Scheiß. Ah, das ist teuer, ne? Oh, 750. Ah, mehr darf ich leider nicht, sonst darf ich jetzt gleich wieder die Miete zahlen und Gehälter und dann bin ich wieder richtig am Moscher. Also, Muchachos, Daumen nach oben brezeln. Dankeschön für euren Support. Wir sind richtig fleißig dabei. Ein, zwei Folgen wird es höchstwahrscheinlich noch geben, ja. Wir werden das hier bis zum Maximum durchziehen. Ich will natürlich am Ende eigentlich auch noch mit so einem leckeren, schnellen Wagen hier durchfahren und einfach in die Tankstelle reinbrezeln. Eine Explosion, ein actiongeladenes Ende hier reinhauen. Das wäre doch super geil. Muchachos, Daumen nach oben ballern. Dankeschön für euren geilen Support. Dann reingehauen.